Der Reaktor ist ja zurzeit abgeschaltet wegen Wartungsarbeiten. Wir fordern aber die Nichtwiederanfahrung des Atomreaktors und die sofortige Stilllegung des Atomreaktors in Wannsee. Der Reaktor soll im August wieder angefahren werden. Wenn das der Fall ist, sind wir nach den Sommerferien wieder hier und demonstrieren auch mit Ihnen, liebe Anwohnerinnen und Anwohner, gegen diesen Atomreaktor in Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht zum Thema Radioaktivität in unserer Nachbarschaft. Und haben dabei herausgefunden, dass es so einige Schwachpunkte in der Kette der einzelnen möglichen Abfolgen gibt. Okay. Angefangen davon, dass in diesem Schwimmbadreaktor eine Abschirmung fehlt. Der Reaktor ist nach oben nur gegen Schneelasten gesichert. Das heißt, 75 Kilogramm Last pro Quadratmeter hält dieses Dach, wenn mehr runterkommt von oben. Das können einfache Reifen von Flugzeugen, die hier auch drüber fliegen. Einflugschneise nach BWI später, im Moment Schönefeld, Tegel, sein. Durchschlagen das Hallendach ohne weiteres und können dann in den nach oben offenen Reaktor hineinfallen. Dieser Reaktor produziert leider keinen Strom. Sonst wäre er schon abgeschaltet. Denn die Sicherheitsmängel, die bei den abgeschalteten Reaktoren zur Abschaltung geführt haben, sind hier alle auch vorhanden. Nur ist dieses ja ein guter Reaktor, ein Forschungsreaktor, und der macht gute und harmlose Radioaktivität. So könnte man fast den Eindruck haben. Diese harmlose Radioaktivität gibt es nicht. Radioaktivität ist immer gefährlich, immer erbgutschädigend. Ich bin Vater von 4 Kindern, habe mich deswegen gefragt, inwieweit denn unsere Kinder hier geschützt sind. Habe mich dafür interessiert, wie das mit den Kalium-Jodid-Tabletten ist. Wie werden die verteilt? Wo sind die vorrätig? Und wir haben herausgefunden, nachdem wir den Katastrophenschutzbeauftragten für Potsdam befragt haben, dass sie ernsthaft vorhaben, diese Kalium-Jodid-Tabletten, die innerhalb von wenigen Stunden nach einem GAU eingenommen werden müssen, dass sie von Taxifahrern verteilt werden sollen. In Berlin sind es die Polizisten, die das verteilen sollen. In Potsdam also die Taxifahrer. Es wird klar, dass Konzeptionslosigkeit da ist. Es geht alles nach dem Motto: Es wird schon nichts schief gehen. So ist dieser Reaktor ausgelegt. Dieses Dach, 75 Kilo, wird schon nicht schief gehen. Ne? Es gibt hier offiziell eine Überflugverbotszone, allerdings nur für Privatjets und Privatflugzeuge. Die Verkehrsflugzeuge dürfen hier drüber fliegen. Und selbst diese Privatflugzone ist nicht durchsetzbar. Hier fliegen vollgetankte Flugzeuge drüber und im schlimmsten Fall stürzt eins rein zufällig, wie im Ground Zero in New York, in diesen Reaktor hinein. Und dann haben wir nicht mehr einen GAU, auf den das Ganze vielleicht ausgelegt ist, sondern einen Super-GAU. Das heißt, wir haben eine komplette Kernschmelze mit nicht nur 2,5 Kilo Kernbrennstoff, sondern mit sämtlichen Vorräten und Abklingen. Materialien, die hier drin sind, insgesamt etwa 10 Kilo. Dieser Reaktor produziert pro Jahr 200 Gramm Plutonium. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf locker 1 Kilogramm Plutonium, was hier potenziell verteilt werden kann in der Umgebung, was dazu führen kann, dass ein Viertel von Berlin unbewohnbar wird. Auf Generationen, auf Hunderte von Jahren. Und es ist eine politische Frage. Wollen wir so eine Zeitbombe in unserer Gegend haben? Seht ihr, dieser Meinung bin ich auch. Und unsere Parteien, die sich für den Senat bewerben, stehen hier vor und sagen, ja, wir sind doch nicht forschungsfeindlich, diesen Reaktor lassen wir laufen.
Und das ist etwas, was wir politisch klar machen müssen. Es gibt Alternativen, es gibt gefahrlose Methoden, die gleiche zivile Forschung zu betreiben. Man muss es nur wollen. Der finanzielle Aufwand ist etwa so groß wie dieses Atomkraftwerk gegen Abstürze von Flugzeugen zu sichern, einen entsprechenden Schutzmantel darum zu bilden. Dafür kann man eine völlig harmlose Spallationsquelle hier einrichten. Und vorausgesetzt, der politische Wille ist da, kann man, ohne irgendetwas am Standort Berlin schlecht zu machen, dieses Atomkraftwerk abschalten und stattdessen sichere und harmlose Forschung hier weiter betreiben. Deswegen müssen wir alle sehr deutlich unseren politischen Willen klar machen und fordern deswegen alle Parteien auf, eindeutig hierzu, ähnlich wie in den letzten Tagen im Bundestag, endlich Stellung zu beziehen und auch diesen Atommeiler abzuschalten. In diesem Sinne, lasst uns weiter kämpfen.